Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 187. Und wir ziehen mal die Geisterbrunnen auf. Und wir sehen. Tja, wir sehen nichts. Müssen noch die Geister umlaufen? Oder? Man dabei denn irgendwas machen? Schon was länger her, ich weiß es nicht mehr. Können wir mal gucken in der Quest. Die Geister von auf. Weißt du, Schattenmäuse, die diese in der Feste rum. Keine Ahnung, eigentlich können diese Mistische vorbei. Da. Geht's, sagt der ungültige Stil. Weil ohne Geisterbrille sieht man die nicht. Oh. Ich weiß damals, vielleicht war es noch ein Patch vorher, war das so, dass die Jäger das Problem hatten, dass das Tier das nicht sieht. Weil rein theoretisch hat das Tier ja keine Geisterbrille. Das ist schon richtig. Ich weiß, mein Bruder, der damals auch Jäger gespielt hat, der hat nämlich auch das Problem, der hat dann ein Ticket geschrieben, dass sein Tier verbuggt ist, weil er die Geister ja nicht sieht. Weil er sagte, der GM nämlich zu ihm, hör mal, das Pet hat ja auch keine Geisterbrille. Ja, das waren noch Zeiten. Sag ich euch, das waren noch Zeiten. Später bin ich dann mit meinem Bruder hier auch durch die Gegend gezogen. Wir haben dann versucht, immer alles Mögliche zu machen zu zweit. Manches war gar nicht möglich, manchmal. Weil ich auch immer viel zu tun hatte, habe ich es auch nicht zeitlich immer geschafft. Aber er hatte quasi Schule. Von daher. Oder am Wochenende haben wir es oft gemacht. Dann waren wir bis 3, 4, 5 wach. Doch, war lustig die Zeit, muss ich sagen. Vermisse ich auch manchmal. Geht ja eigentlich ganz fix. Auch wenn das Tier etwas später reagiert. Und ich glaube, die nächste Geisterbrille, die wir bekommen, dann gibt es immer schon eine Folgequest, dann sind die Geister etwas aggro. Beziehungsweise rot sind die dann. Die sind ja überall versteckt, ne? Scheint wohl hinterm Wagen sitzt du. Ich will auch, wir haben sogar schon 61% vom Level. Bald Level up und dann sind wir im letzten Level. Gucken, wie das so wird.
vor allem, wie es wird, wenn wir 70 sind. Rolle der Stärke. Ja, unser Pferd muss stark sein. Da. Weil ist ja theoretisch Krieger. Theoretisch. So. Aha. Manchmal dauert ein bisschen zum Glück von denen. So. Sagen muss, manche Quest habe ich hier gar nicht gerne gemacht. Mal verkaufen. Na gut, so viel hat jetzt nicht zu verkaufen. Was war das? Jetzt haben wir das. Tuch in der Geister. Wir sind da so gespawnt hier. Ja, mysteriös. Was soll das? Ein paar verstecken sich da. Die sieht man aber sehr schlecht. Ist wie weiße Adler auf weißem Grund. Sieht man auch schlecht. So, Kaffee, Kaffee, Kaffee ist immer gut. Wie gesagt, dauert immer ein bisschen, bis unser Patty sieht. Darum ist das etwas verzögert. Darum läuft er auch nicht direkt los, wenn ich drauf schieße. Oder ich kann ihn ja auch nicht angreifen lassen, wenn er sagt, ungültiges Ziel. Dann haben wir noch einen und dann haben wir alle. Wenn ihr mal dieses Tack, Klack, Klack hört, das ist meine Tab-Taste. Weil mit Tab kann man immer Targets einfangen. Hier so rumlaufen. Es gab, oder man konnte auch ein Makro schreiben. Kann man im Prinzip auch für den zeitverlorenen Protodrachen. Das lief nämlich immer durch Sturmgipfel und Eiskrone geflogen, um den zu fangen. Und dann haben wir manchmal gedacht, oh, jetzt haben wir ihn, und dann lag er dann tot irgendwo rum. Ja, das war dann immer sehr bitter. Dass man dann gedacht hat, endlich, endlich, aber ich habe ihn bis heute noch nicht gehabt. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ganze Farmerei immer. Das war schon elendig. Das war wirklich schon elendig. Aber gut.
Man hat es ja auch irgendwie gerne gemacht. So, können wir schneller suchen. Verschicken wir schon mal Post. Ist jetzt nicht so viel, was wir verschicken können, aber immerhin etwas Platz wieder. Oh, wir müssen mal Patronen kaufen. Seht ihr schon. Endlich, der letzte. Okay, das Totem gehörte nicht dazu. Da möchte eine wilde Mission, man möchte, dass er die uralten Schattenkiste findet. Wo waren die denn? Müssten auch irgendwo sein, ja? Oder? Bombe bauen. Also. Das. Wie hieß die Quest denn? Blutschatten. Ist doch theoretisch auch hier drin, oder? Bin ich falsch? Mal gucken gerade. Terron. Da. Schattenmutter möchte, dass ihr den Ungel Schattenmutter beißt. Also. Beschreibung, es gibt. Blablabla. Ich habe gehört, wie die Speer von der Altar der Schatten haust. Ah, er befindet sich weit im Osten hinter den Netherschwingenfüßen. Okay, da können wir da erstmal nichts mit anfangen. Das heißt, wir müssten hier, ja. Genau. Das heißt, hier haben wir quasi fertig. Schön. Wohin gehen wir denn? Nein. Die Quest wird eine Geister ab. Haben wir die schon erledigt? Jo. Warte, gucken. Nö, nö, nö. Zeitbuch. Man liegt links auf meinem Tagebücher so. Das ist auch ein Dämon. Warum wird der nicht angezeigt? Weil wir Wildtiere suchen. Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn, dass wir die da nicht sehen. Oh, da unten wird auch furchtbar drin, sag ich euch. Müssen wir nämlich auch bald runter.
hinten Weg und dann kommt man in so eine Art Mine. Das ist furchtbar da drin. Ah, ich weiß. Hier sind auch die komischen Geister, ja, genau, von den Vögeln, die Geister, ne? Aber sieht hübsch aus, ne? Muss man ja sagen. Die Nahkampfzauberer, meine liebsten Zauberer. Am besten sind die, die dann auch noch weglaufen wollen, wie hier die. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusade. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und tschüss.